Habe ich das letzte Mal vor 5 Jahren getrunken. Vor 4 Jahren. Oh, Junge, Pluto, ich bin's, Mickey Mouse, wo? Nein, okay. Was soll? Ich möchte, dass du das öfter machst. Hallo und herzlich willkommen zu den beiden. Heute mit einem kleinen Goldstück. Relentless Apple Kiwi gibt es seit 2016 nicht mehr. Auch wieder ein Relikt der vergangenen Zeiten. Ejo. Am 31. Januar 2017 abgelaufen, also jetzt knapp 4 Jahre. Das letzte Mal habe ich ihn am 18. Dezember 2016 getrunken. Und heute testen wir was es gar nicht mehr in Deutschland gibt. Ja. Nämlich Relentless Apple Kiwi, also Apfel-Kiwi. Und ich fand den immer mit Abstand am interessantesten und vor allen Dingen hat mich tatsächlich geiler hat mich Kiwi halt immer mega angesprochen, weil selbst wenn es jetzt, wenn man nicht Energy Drink Affirm ist oder. Aber ich fand Kiwi war schon immer sehr interessant, weil es gibt kein vergleichbares anderes Getränk mit, ja, mit Kiwi-Geschmack, so, man versteht, was ich meine. Nee, ich glaube, die wissen, was das ist. Riecht schon mal, ja, gut, hat einen, riecht eher nach Apfel, ne? Einfach Apfel. Ja, die Farbe ist normal, es ist so bläulich, so babyblau, ganz helles Türkis. Die Farbe ist halt schon geil, ne? Mal, ja. Sieht da einfach nach Candy Apple? Ja, einfach nach Apfel, ne? Aber auch ein bisschen Kiwi. Ja, aber auch Candy Apple mäßig. Ich rieche eigentlich nur Apfel. Wir werden jetzt ein Stück Geschichte trinken. Bestimmt. Ziemlich bitterer Lascher. Ziemlich lasch. Lasch und bitter. Ziemlich bitter. Wie wir beide gleich den ersten Eindruck haben. Total. Ja, also im Abgang relativ bitter, ne? Ich finde den voll lasch. In meinen Augen hat der kaum Geschmack. Der schmeckt wie ein ganz, ganz süßer Candy Apple. Mit. Von 100% hast du 80% Candy Apple, 20% Kiwi. Aber diese 100% sind trotzdem lasch. Das war sehr lasch. Fast gar keinen Geschmack. Ja, der ist ultra wässrig. Ja. Für mich ist das auch wirklich. Ich habe übrigens von Steve bekommen. Und dann sag nichts mehr dazu. Boah, ich irgendwie mit Abstand der schlechteste Relentless Apfel. Kann sein, dass es durch das Alter kommt, aber wobei, als wir den 2016 getestet haben, mit meinen Kollegen, haben wir auch schon gesagt, dass der lasch ist. Also ich glaube. Aber eigentlich war der mal besser, finde ich. Und das sagen auch fast alle. Also alle haben diese Ehre. Also als ich den 2013 damals getrunken habe, da habe ich mir den auch öfters mal geholt. Da kann ich mich zumindest dran erinnern. Mhm. Dass ich habe den sehr gerne eigentlich getrunken. Ja, die anderen Sorten haben mich von Relentless nie wirklich angesprochen. Auch den Original fand ich immer mega langweilig. Und der Original hat ultra viel Gummianteil. Ja, genau. Und den fand ich immer cool, weil ich meine Kiwi und. Ja, aber ziemlich enttäuscht. Ja, doch, Kiwi kommt aber durch. Schmecke ich gerade. Also von meinem Rülpser gerade irgendwie. Nein, ich finde ihn ziemlich enttäuschend irgendwie. Also ich finde den auch nur. Ja, gut, dann. Alter gucken. Richtig. Also wenn er neu so schmecken würde, wie er jetzt hier schmeckt, würde ich ihm eine 2 von 10 geben. Ich würde ihm nur 1 geben, also ich würde mir den auch nicht wiederholen. Ich finde halt einfach geschmacklich sehr lasch, wässrig und halt mega beschissener Apfelgeschmack. So. Dadurch, dass ich glaube, dass es am Alter liegt, dass er so scheiße schmeckt, gebe ich ihm eine 6, 7 von 10, irgendwie sowas dazwischen. Also ich würde gerne den alten bewerten, den ich damals getrunken habe. Ich weiß halt, ich habe den Geschmack halt nicht mehr im Mund, aber so von der Erinnerung her und deutlich besser. Ja, würde ich auch 6 sagen. Ne? Also ich habe mir den dann doch ganz gerne geholt. Auch wenn Relentless ausgestorben ist und kauft keiner oder hat keiner mehr gekauft, großartig. Richtig, und dann kam es ja auch von dem deutschen Markt. Ja, genau. Aber wann eigentlich? 2018, oder? Oder 17? Weil 16 kam ja noch diese. Da wurden ja die halben Liter Dosen vom Akku 2016. Und im Sommer 2016 kamen dann die 03. Ganz genau, ja, ganz genau. Dosen raus. Da war der schon nicht mehr dabei, da war der Passion Punch dabei, da war Lemon dabei, da war Original dabei und Zero. Die 4 Sorten gab es. Genau, 2017. Ich glaube, 17 ist der schon vom Markt. Relentless. Ein, vielleicht 2 Jahre hat er sich noch irgendwie am Leben gehalten. Das könnte Ende 17, Anfang 18 ja. Gewesen sein. Weil ich glaube, im Sommer 18 gab es ihn nicht mehr. Oder wenn dann nur noch Auslaufmodelle, Restbestände. Ja. Ist ein bisschen schade, dass sie den so verhunzt haben, dass sie auch keine neuen Geschmacksrichtungen mehr rausgebracht haben. So, der war nicht so, der hat nur 90 Cent gekostet. Ja, guck mal, die haben es ja nicht ohne Grund schon reduziert gehabt. Die, ist ja genau, das ist nämlich auch von Coca-Cola, von der Coca-Cola Company, genau. Richtig.
Wir haben es ja nicht ohne Grund reduziert. Ja, dafür gibt es ja jetzt einen Cola Energy Drink von Coca-Cola. Der scheiße ist. Der genauso. Haben wir ja schon mal getestet. War auch eine mega Enttäuschung. Ist der von Knie? Ja. Ja, keine Ahnung. Also so würde ich mir nicht wiederholen, aber vom normalen Geschmack her würde ich mir wiederholen. Ja, ich falle den einfach nur wegen der Nostalgie irgendwie. Was ja, sagt man. Weil er mir früher halt irgendwie auch besser geschmeckt hat. Man könnte ja noch mal ein paar andere Relentless testen, mal schauen. Mal schön. Original haben wir da doch hier, ne? Ja, für den großen Test, aber ich kann noch ohne Probleme die ganzen England-Sorten kommen. In England gibt es ja Original Cherry, Apple Kiwi auch noch, aber nicht so gut wie der Deutsche damals. Also nicht der jetzt, aber. In England gibt es ja noch zu kaufen. Ja, da gibt es auch noch eine Sour Edition, eine Mango hatten wir ja schon. Mango hatten wir ja schon mal mit Joachim. Wie schnell sich es gezogen hat, ne? Mhm. Ja, schon ist es dunkel. Ja, richtig. Ja gut, ist ja auch schon 16. Heute ist Neujahr. Wo ist Neue? Richtig, ja. Wenn ihr seht, das weiß ich nicht. Am 7. oder schlag mich tot irgendwo, keine Ahnung. Im April oder so. Frohes Neue. Frohes Neue. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Richtig. Haut rein, Maschallah, Bruder. Und, naja, also, sag mal so, ne, wir haben ja auch noch diesen Kekszeig zum Löffeln. Also, wir werden uns gleich mit dem Monster Muscle reinmassieren. Ah, Lavalampe.